Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources hier im Livestream Sonntagmorgen 9 Uhr pünktlich auf die Sekunde, fast auf die Minute, so ungefähr. Dann sag ich doch mal hallo und herzlich willkommen Red One Six, schön, dass du reinschaust, herzlich willkommen, moin moin, und der Stefan ist auch dabei, hallo und herzlich willkommen, moin moin, und der Joe, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust, moin moin. Ah, bei uns ist alles im Lot, ja, ist aber auch sowas von im Lot, warte mal, jetzt machen wir Overlay aus, so. Was haben wir zu tun? Erstmal will ich ein bisschen Werbung machen. Ich mach mal kurz Werbung. Hoffentlich geht das. Mal auf, ich versuch mal. Ja, da ist die Werbung. Ganz kurz Werbung, ne, für den Weihnachtsstream am 22.12.23. Ich weck doch das schon mal vor. Ein kleiner 12-Stunden-Stream. Mit ein bisschen Spiele. Vielleicht ändert sich da noch das eine oder andere. Weiß ich noch gar nicht. Und mit tollen Geschenken natürlich. Ganz klar. Ist ja Weihnachten, ne? Also jetzt schon mal Werbung, ne? Ein bisschen, dass ihr das schon mal im Kalender vormerkt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Was wollten wir eigentlich machen? Ich weiß gar nicht, was wir machen. Warte, wir waren mit der U-Bahn bei, ne? Der U-Bahn waren wir bei. Ich glaube, die war auch fertig hier raus, ne? Ach, warte mal, wir haben noch ein kleines anderes Problem. Hallo Fred, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Guten Morgen. Was ist hier los? Also, ne, verkehrsmäßig läuft das schon echt gut hier. Läuft schon echt gut. Warte mal, wir haben ein kleines Problem hier. Und zwar, die machen nichts. Weil... Hier wird gerade, ne, erneuert. Was kostet denn der Spaß denn? 23.000 Rubel. Oder? 13.000 Dollaris. Komm, wir nehmen Dollaris. Los, machen wir mal. Zack, und jetzt läuft das hier wieder. Das ist nämlich wichtig, dass es hier läuft. Wir haben nämlich ein kleines Problem, habe ich festgestellt. Leute, 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 haut rein. Fährt er raus. Da ist er, ne? Ist er das hier? Ja, warte mal, warte mal. So, komm hier. Den nehmen wir mit hier. Wir haben hier ein kleines Problem. Ich habe mich gesehen. Wo ist denn der? Hallo? Wo bist denn du? Ach, du stehst immer noch. Ach, du Himmel. Kommst du nicht raus? Ich sehe gerade, es ist ein bisschen schwierig rausgekommen, ne? Warte mal, das ist ein bisschen echt ein bisschen schwierig für dich. Aber das können wir nicht ändern. Leider. Das müssen wir so hinnehmen. Ja, Mensch, also, er müsste eigentlich rausfahren. Das ist eigentlich sehr dringend. Das ist eigentlich sehr dringend. So, komm, fahr weg. Jetzt, guck mal, wir versuchen. Komm, los, fahr, los, komm, fahr. Ach, du musst doch mal losfahren. Jetzt fahr doch endlich mal, das gibt's doch gar nicht. Musst du sechsmal anfahren oder was ist los? Jetzt gib doch mal Stoff. Also, das ist doch echt furchtbar. Furchtbar. Hallo Gartenjunge, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Dumm-di-dumm-di, das ist nämlich wichtig. Hol Fleisch. Ganz viel Fleisch. 2 Tonnen immerhin. Jetzt gibt man richtig Rohr hier. Komm, hier machen wir ein bisschen mehr Extragas. Genau. So, hier rum. Genau. Immer schön Gas, ne? Nicht kuppeln, nur Gas. Gas, immer Gas, immer Gas. Komm, hühot. Und da sollst du abbiegen. Genau. Und zwar hier war das Problem. Hier war kein Fleisch drin. Das war ganz schlimm. Die Leute haben sich echt, ne, gemäkelt hier. 55 kein Fleisch. Das war echt heavy. 87 kein Fleisch. Also wenn die kein Fleisch kriegen, weißt du, ist ja, dann ist wirklich, also ist alles zu spät. Dann, ne, ist auch Sommer, weißt du, guck mal hier, Juni, da wollen sie echt schon mal einen Grill anschmeißen. Und wenn da kein Fleisch drauf ist, was machst du denn da? Ne? Da tust du, als wenn deine Paprika Fleisch ist, ne? Naja, gut. So, das ist super jetzt. Sind die wenigstens zufrieden soweit? Wir bräuchten vielleicht noch eine kleine Kirche hier rein. Irgendwie eine kleine Kirche müssen wir vielleicht noch reinbauen. Ich mache ein bisschen langsamer, nicht so schnell hier. Haben wir Ausgaben, Eingaben. 274.000 und 282.000. Sehr gut. Ey, Kohle kommt rein. Das ist der Traum. Ne? Gartenjunge, da müssen sie halt vegan werden und Gemüse grillen. Ja, das mache ich sowieso schon. Ich persönlich auch. Ne? Ich grill auch Gemüse. Das mache ich schon.
Aber nee, da muss schon Fleisch rauf. Also sonst. Nee, also ich weiß nicht. Grillen ohne Fleisch, ich weiß nicht. Ja, ja. Vegane Siedlung, ja, das, das glaube ich ist schon so. Ach, wie schön. So, was mir auch noch aufgefallen ist, die Gefängnisse. Wir haben nur 47 Entflohene. Nur 47 Entflohene dieses Jahr. Ist doch heavy. Hier, nur 46. Oder hier, das ist der Hammer. Nur 32. Das ist doch der Burner. Junge, 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 das läuft hier. So, wie ist das mit Fleisch? Läuft das wieder hier? Oh ja, Fleisch läuft super gut. So, das haben wir gebaut. Wunderbar, das ist gut. Wir haben immer noch 2%. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die alle... 21.202 Bewohner, Arbeiter. Ist das der Hammer? Ist das der Klopper oder was? Mann, nur 13.668 Arbeiter. Ich hoffe mal, da sterben nicht so viele. Joe, das ist auch nicht schlecht. Lass uns das Thema wechseln. Gemüse grillen. Mann, Mann, Mann. Das ist wie Fußpilz und Erotik in Kombination. Na, auf dem Grill gehört das auch nicht, ne? Also mindestens, das muss mindestens 3 cm stark sein und dann, ne? Am besten an beiden Ecken rüberhängen. Gartenjunge, was ist los? Ja, da hauen die Leute nicht mehr richtig ab. Hau mal mach mal die Tore auf. Nein! Gottes Willen, die sollen drin bleiben, die Jungs. Ich muss mal gucken, was haben wir hier überhaupt da einen Bustransfer? Parteibüro? Nee, da fahren überhaupt keine Busse. Was ist hier denn? Hier denn wenigstens? Ja, hier sind welche. Da sind welche. 5 Leute fahren dann nur Busse. Mhm. So ein Ding ist das, genau. Ach, die Mutti gibt es jetzt auch mit, als neuen Mod mit Loyalität. Echt, tatsächlich? Red from 6? Die hier? Dann muss ich mal gucken. Dann muss ich die mal runterladen. Dann muss ich mir mal... Das muss ich mir doch glatt mal... Warte mal, ich muss mir das mal aufschreiben. Bevor ich das vergesse wieder mal. So. Das haben wir, das haben wir, haben wir. Zufriedenheit ist nicht so gut. Warum nicht? Minus, warum? Kind ist gestorben. Oh, das ist aber schlecht. 35%? Was? Ins Gefängnis gekommen, 17. Ja, das ist eure Schuld. Da müsst ihr keinen Mist bauen, dann klappt das schon. Konnte kein Krankenhaus besuchen? Was? Echt? So eine Scheiß? Kein Krankenhaus besuchen? Warte mal, wie viele Krankenhäuser haben wir denn hier? Krankenhäuser! Krankenhäuser haben wir gar nicht. Wie? Gar nicht. Knapp. Wo ist denn das Krankenhaus? Da. Krankenhäuser. Da ist eins, da ist eins. Oh, das ist aber echt weit weg, ne? Oh, das ist aber echt weit weg. Oh, das ist aber echt weit weg. Da müssen wir echt was machen. Wir müssen ein Krankenhaus rein. Wir bauen hier mal ein Krankenhaus hin. Rein, weg zur Belustigung der Leute. Nein, zur Sicherheit. Wir haben es ja, ne? Medizinische Uni brauchst nicht sein. Kinder, wo ist denn hier Notfall? Krankenhaus. So, was ist das hier? Eine kleine Klinik, 15 Leute. Reicht das? Reicht das? 100 Leute hier. 5, 2, was? Für 100 Angestellte? Was haben wir denn? 90 hier? Komm, hier kommt ein ordentliches Krankenhaus rein, ne? Hier kommt ein ordentliches Krankenhaus rein. Nicht so ein halber Tüdelkram hier. Es müsste dann auch gerne von allen besucht werden. Das wäre ganz toll. Hier oben passt natürlich nicht hin, das ist klar. Laufen die da hinten hoch hin? Oh, wie die da hinlaufen. Aber ganz hinten? 400. Alter, guck mal hier, wie weit laufen? 427. Alter Freund, die laufen ja richtig weit, die Jungs, Damen und Herren. Ne, wir müssen das irgendwie vorne bauen, ne? Kriegen wir das irgendwo hier so hin? Kriegen wir nicht hin. Weil da altmöglich an... Da, das passt. Dann bauen wir das hier hin. So, irgendwo hier, ne? Das Krankenhaus. So, da ist es. Das brauchen wir. Wir wollen ja nicht, dass die, ne? Und so. Wollen wir ja nicht. Ne? So. Jo, da gibt es ein Zelt als Krankenhaus. Das soll für Gemüse erst reichen. Bau gleich eine Heli mit aufs Dach. Oh ja, stimmt. Warte mal, haben wir die hier auch? Ich glaube nicht, ne? Wir haben bei den anderen kein Heli mit drauf. Warte mal, das können wir gleich machen. Ja, warte mal, das können wir hier drüben machen irgendwo, ne?
mal hier, das ist doch hier schon mal prädestiniert dafür, Helikopterport. Warte mal, wo ist denn hier? Flugplatz? Einrichtung Heliport. Pass mal hier. Ruf Dingsbums. Das müsste gehen. Das geht gar nicht. Was ist das hier? Ach komm, mach keinen Mist. Mach keinen Mist jetzt. Echt jetzt. Das ist echt das ist uncool. Ah, so geht's. Ah, pass mal auf. Hauen wir das mal hier so ran. Bisschen feinjustieren. Wo ist nicht da? Wo ist das plötzlich dicht dran? Komm, mach mal. Ey, das war gerade cool. Wie weit muss ich denn da rein, sag mal? Ey, muss ich so weit rein? Ach komm, egal. So. Hört. Das Dumme ist, das bauen sie nicht, ne? Das Ding bauen die nicht. Da sind sie. Ne, weiß ich nicht. Das wollen sie einfach nicht. Das müssen wir selber bauen. Bauen wir. So. Helikopter. Jetzt brauchen wir einen Helikopter. Jetzt müssen wir erstmal einen Krankenwagen rausschmeißen. Warte. Warte, warte, warte. Ich dachte gerade, ist das Schmierer. Alter. So, dann muss man kurz. Verkaufen nicht. Den verschrotten wir, ne? Wie alt ist der? 8,5 Jahre. Das war schon alt, ne? Was ein alter Römer. Komm, wollen wir mal rausnehmen hier. Ne, wir wollen das verschrotten. Wo ist denn hier unser Schrottplatz? Wo war denn der? Wo, da, ach, da. Hier, da ist unser Schrottplatz. Guck mal einer an. So, bitteschön. Und zwar, Depot ist hier. Fahr hin. So. Siehst du, was ist denn los? Haben die alle raus? Hallo? Nein, die sollen nicht alle verschrottet werden. Gottes Willen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Fahrzeug. Und zwar ein Helikopter. Was nehmen wir denn da? Haben wir was im Westen? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier haben, ne? Fahrzeug kaufen. Da, Dollaris. Ah, guck mal einen an hier. 46.000. Schön ist anders, ne? Aber ich meine, ist ein USA-Ding, ne? Die sind auch... Was ist hier los? Warum ruckelt der so? Schmiert doch wohl nicht ab jetzt, oder? Hallo? Mach mir keinen Ärger hier, bitte. Komm, wir nehmen den hier. So. Da haben wir ein Heli drauf. Was für ein Apparat. Ambulanze. Der müsste mal geputzt werden. Der sieht ganz furchtbar aus. Aber zum Glück ist er so weit oben. Da fällt das nicht so auf. So. Das haben wir. Das läuft auch, ne? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Warum haben wir echt nur so wenig Arbeitslose? Das ist ja furchtbar. Aber zum Glück keine Mutti-Wohner, ne? Nein. Nein. So, pass mal auf. Lass mal gucken. Haben wir noch Wohnungen, die frei sind? Aufenthaltsort, wo ist denn das hier? Da muss ich gucken, ne? Da, freie Wohnung. Jetzt wird es interessant. Hier ist alles voll. Voll bis zum geht nicht mehr. Hier sind noch 130 Wohnungen frei. Warum? Gut, hier, das ist alles neu. Das ist alles frei noch. Das ist gut. Hier unten, was ist hier los? Da ist noch ein bisschen frei. 6 Wohnungen. 2. Hier ist auch alles voll. Oh, hier unten. Ach, da ist auch noch Platz hier. Guck mal. Das ist auch fertig, du. Das gibt's das hier noch. Hier wohnt niemand. Hier wohnt 9 Leute. Hier wohnt niemand. 33. Die haben nichts zu meckern. Die haben nichts zu meckern. Was ist mit denen los? Sind die krank? Nicht, dass sie sich irgendwas eingefangen haben hier. Gottes Willen. Oh, das Ding ist voll. Super. Maschinengebäude werden neu. Wir können nicht lagern, explodieren. Gemischter Müll. Was? Leute, wo ist der Müllwagen? Da ist er. Da kommt er. Du bist echt spät, ne? Also ich muss jedes Mal gucken und wenn ich das gefunden habe, dann kommt er erst. Ich finde, das ist Mobbing. Das ist echt Mobbing. Das hatte ich mir besser wissen. Nee, das ist Mobbing. Das finde ich nicht gut. Nee, das ist also gar nicht. Vielleicht werden wir werden hier nochmal ein Mülldings hinstellen. Dann ist das ein bisschen beruhigter, ne? Glaube ich. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen Platz machen für Mülldingsbums, ne? Sonst wäre das hier echt ein bisschen schwierig. Guck mal her. Wir haben ein bisschen hier aufräumen. Nein, du brauchst... Was? Du hast keine freie Pläne... Was? Wieso das nicht? Ach, mach keinen Mist. Dann machen wir es anders. So, warte mal. Dann machen wir es so. Machen wir es so. Wir müssen ein bisschen Platz machen. Da muss hier ein Mülldingsbums hin. Weißt du, so ein Apparat... Ja, jetzt, das passt schon, das ist gut. Na, also, wie die Natur das geschaffen hat, so sieht's aus. Was waren das hier? War das, die waren die großen, ne? Das waren die hier, ne? Müllplatz für klein, was ist denn klein? Klein ist 52 Tonnen.
Ja, kleiner reicht auch vollkommen aus, ne? Warte mal, komm mal her, kleiner. Komm mal her, du. Du. So. Da hätten wir fast da drin reinbauen können, ne? Na gut. So, komm hier. Hü. 98. Sekunde. Sekunde, hätte ich ihn da hingebaut, hätten wir beide gehabt. Alter, Freund, immer mit zwei. Naja. So. Sondermüll, Biomüll haben wir bestimmt hier nicht, ne? Haben wir Sondermüll? Pass mal auf, haben wir Sondermüll? Nee, ne? Gemischter Müll. Sondermüll haben wir gar nicht. Gut, das ist klar. Super. Siehst du wohl. So. Das ist schön. Ja, warte mal so. Zack. Was war noch? Irgendwas war noch. Ich weiß mal nicht mehr was. Klar, Knastis, genau. Die wollten wir aber zum Arbeit schicken, die faulen Säcke. Die brauchen hier ja nicht, ne? In der Nase popeln. So weit wollen wir überhaupt nicht haben. Wir brauchen Fahrzeuge. Und zwar, wo sind sie denn? Ne, war das hier unten? Da. Da ist Fahrzeuge, genau. Wir brauchen Fahrzeuge. Und zwar nehmen wir mal... Gefängnis. Oh, wie heißen die Dinger? Gefangenentransport, ne? Die waren's. So, 18, 13. Schade, dass es keine andere Farben für die Dinger gibt hier. Bisschen schade. 82, 80. 90. Nein, das langt der hier, ne? 1, 2, 3, 4. Dann mal 4 Stück. Ich glaube, 4 Stück ist schon cool, ne? Ich glaube schon. So. Komm her, mein Freund. Du hast einen neuen Job. Und zwar... Du fährst doch hin. Und dann... Sollen wir ihn die ganz hoch schicken? Was ist denn hier oben? Was ist denn hier? Da arbeiten schon Knastis. Da ist ein Tunnel. Was haben wir hier oben? 118. Weißt du was, da schicken wir die Knastis mal hin. Die können da wunderbar arbeiten, oder? Hier unten, ne? 131. 114. Hat der welche mit? Ein Arbeiter. Da habe ich in den Türen. Ich glaube, das ist ein Sprit teurer wie der Arbeiter. Ne, da bin ich mir fast sicher. So, warte mal, da fährst du dahin, ne? Ja, zupp und dahin, zupp. So. Linie anzauen und dann die anderen dazu nehmen. Den hier, den hier, den hier. Der ist schon. Wunderbar. Nein! Nein! Oh mein Gott! Mal zurück hier. Wo ist denn das? Ach, wo ist denn das jetzt hier? Da. Mein Freund. So. Fahr los. Mein Gott, du. Du auch und du auch und du erst recht. So. Lalalala, speichern. Wunderbar. So. Fehlende Ressource Öl. Mein Gott. Das ist leer. Wir gucken mal trotzdem hin. Warum ist das leer? Weil ein Zug drin steht, der gerade vollgetankt hat, oder? 600 Tonnen. Heieiei, ist das schön. So, Sondermüll wird auch gefahren. Wunderbar. Hier ist wirklich kein Problem, ne? Hier ist alles tutti. Helikopter steht hier rum und wartet, dass, ne? Alles klar. Kommt der nächste rangerollt. Ich mag die Lok ja, ne? Die Lok ist ja so cool. Oh, so ist sie gleich. Da ist sie. Da. Ist die nicht cool? Ah, ist, die ist cool. Die ist einfach nur, die finde ich cool. Muss ich einfach mal sagen. So, pass mal auf, das ist gut. Wie viel Öl haben wir denn hier oben drin? Ui, das Ding ist fast voll. Freunde der Sonne. Das Ding ist fast voll. Warum ist das so voll? Weil hier nichts los ist, ne? Wir kriegen hier keine Leute mehr ran. Das ist das Problem. Hübsche Lok, genau. Finde ich auch, Redbot. Das ist genau das, was ich meine. Die finde ich echt cool. Die aus dem Westen. Wie gesagt, mir fehlen immer noch so ein bisschen mehr Westautos und sowas, ne? Das fehlt mir irgendwie noch. Ich hoffe, das kommt noch. Ja, das kommt noch. Das haben wir gesagt. Bloß wann, ne? Was hast du mit? 140. Hau rein. Ich freue mich so, wenn die U-Bahn fertig ist, Mann. Das wird so cool. Apropos U-Bahn. Sollen wir da nicht mal einen Finger drauf drücken? Ich weiß nicht, ob wir das so machen sollen. Was haben wir denn hier? Das Wachstum, es wächst noch. Was haben wir hier drin? Oh, das ist schön leer. Oh, das ist aber auch, ne? Und hier? Alter Freund. Alter Freund. Okay, wir haben ja nur auch, ne? Chemikalien werden produziert und so weiter. Das läuft ja alles hier. Ich hoffe, das läuft alles. Das läuft. Ohne Probleme. Keine Arbeiter, das ist aber schlecht. Zu viele Kriminelle. Oh nein. Wohin? Hier unten, in deinem Haus hier. Da wohnt auch nur einer, mein Freund. Das ist gerade ein Knast hier, oder was ist das hier? Was haben wir denn hier für einen? Da bist du denn hier einer, hm? Arbeit im Stahlwerk. Harte Arbeit. Ja, da musst du durch, mein Freund. Lebenserwartung 63 wird er nur. 21 Jahre ist er. Produktivität 104%. Das ist aber gut, ne? Der reißt sich für uns richtig was raus, ne? Das muss ich schon mal sagen. Aber hier steht 0%. Warum sagt er hier... Warum, wo ist das hier? 22%. Warum? Das möchte ich echt mal wissen, ne? Das möchte ich echt mal wissen.
Fred. Autos aus dem imperialistischen Ausland. Aber Genossen, sowas wollen wir hier gar nicht. Nee, das wollen wir doch nicht. Nee. Außerdem, wir haben sowieso nicht so viele Autos hier fahren, ne? Ich meine, die wir haben, die reichen für dich. Das langt. Alleine, wenn ich hier die Straße gucke, ne? Guck jetzt mal an hier, das ist ja... Das ist ja wirklich voll. Ohne Probleme, hier. Fleisch hier kommt rein. Was ist hier? Apropos, warte mal, Stahl. Wie ist das mit dem Stahl? Das müsste nochmal rotieren hier, ne? 115. 16. Ah, oh, das ist so herrlich. Stahl kommt rein und wird schön weggefahren. Großartig. Über so Müll auch. Ach, warte mal, wie ist das mit... Was ist mit dem denn los hier? Gib mal Feuer hier. Gas. Immer schön Gas, ne? Denk dran. Immer Gas. Da ist echt schwer, in die Klamotten zu kommen, ne? Ah, jetzt steht er da rum. 116 Arbeiter, 7 Passagiere. Hm. Wer hat denn da gesagt, dass die da mitfahren dürfen? Hast du welche mit? Da kommen sie aber, da laufen sie, ich sehe sie. Da sind sie. Was sind hier? Holz. Leute, ihr müsst doch abbiegen. Hier abbiegen. Hallo. Genau. Red One. Produzieren und wieder an die Kapitalisten verkaufen. Na, genau. Autos produzieren. Warte mal, können wir sowas überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, was wir können. Was haben wir? Elektronik haben wir. Elektromontage haben wir. Mechanische Bauteile haben wir. Das haben wir. Fahrzeugfertigungslinie. Was brauchen wir da? Kunststoffe. Die haben wir. Elektronische Bauteile im Stoff haben wir. Mechanik, Elektronik haben wir alles. Die haben den ganzen Mist haben wir. Das haben wir. Oh, das wäre wieder riesig groß, ne? Ich bin dann auch nicht apparat. Der würde also sozusagen fast dahin passen, ne? Also wir können den auch hier auf diese Seite drücken. Das würde sogar noch besser gehen. Laufen die Leute auch dahin? Die laufen da sogar hin. Das ist ja die Krönung. Die Krönung ist es ja. Das Problem ist jetzt aber, warte mal. Kurz überlegen. Was bräuchten wir da? Wir bräuchten elektronische Bauteile haben wir. Mechanische Bauteile haben wir auch. Kunststoff und das haben wir alles hier drin. Du hältst es überhaupt nicht aus. Das ist ja zum Durchdrehen, das ist ja... Und das Ding wird gar nicht angefahren, ne? Das wird null angefahren, gar nicht. So, das Ding können wir theoretisch wegreißen, großartig. Dann haben wir nämlich hier das Lager, das wir voll nutzen können. Das machst du ja nicht. Wo fährst du das hin? Hm? Lagerhaus Elektronik, Verteilung, Chemie, Produktion. Vielleicht neue Autostadt, Sachsenring. Ja, eventuell. Aber da noch eine neue Stadt bauen? Ich meine, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, was mal, wie viele Leute arbeiten da überhaupt? 500 Leute? Ach du Himmel, das sind ja mal eine ganze Menge. Eisenbahnfertigung. Oh. Trockendock. Hm, Flugzeugfertigung, ich glaube das dich. Warte mal, wir können ruhig mal anfangen, Fertigungslinie hier zu machen. Was war das noch? Wir brauchen Stahl, ne? Stahl, wir müssen irgendwie... Stahl-Außenlager. Pass mal auf, dann können wir nur mal theoretisch hier noch ein Stahl-Außenlager bauen. Wo ist denn jetzt Stahl überhaupt drin, sag mal? Oder fahren wir das irgendwo hierher? Wer braucht... Ja, genau, stimmt. Der braucht Stahl. Das ist ja aber dann günstiger, wenn das Freilager irgendwo hier wäre für Stahl. Gell? Also, ne? Finde ich. Das Dumme ist jetzt aber, wenn wir das hier reinbauen würden, sollten tun, ja, dann ist doch hier eine Eisenbahnlinie. Das ist doch günstig. Das können wir dann direkt verschachern, den ganzen Kram. Dann muss bloß das Feld hier verschwinden. Das Feld muss weg. Das Feld muss weg. Das Feld muss weg und dann kommt das hier oben hin. Dahin. Was haben wir denn da? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 Felder. 18 Felder, 19, 20. Passt. Ja, aber gut, dann müssen wir halt eben, wenn wir das abgeerntet haben, das dauert noch ein bisschen, dann setzen wir das hier oben hin. Wir wollen nämlich kein Körnchen hier vergolden, ne? Also wir wollen nichts wegschmeißen, um Gottes Willen. Das geht gleich los. Weil dann können wir das nämlich hier oben bauen. Dann können wir das nämlich, das reißen wir weg.
Das reißen wir weg und dann kommt das Ding hier hin. Wo ist denn das jetzt hier? Da, die Fertigungslinie. Wuppi-tuppi, so hin. Das passt optibest. Und da kommen wir auch ganz sicher hinten an die U-Bahn ran. Da habe ich mir sowas von ganz, also wirklich, und wenn nicht noch mehr. Und da haben wir oben dahin die, auf der anderen Seite die Möglichkeit, Export zu machen. Wenn wir so ein bisschen so hier, müssen wir auch so ein bisschen so, zack, hier hin, ne? Und dann können wir das Ding da hinstellen. Dann haben wir das Freilager für unsere, ne? Die kommt hier oben hin, irgendwie. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie es am besten passt. Dann, warte mal, können wir auch so rum machen, ne? Das ist gehupst, gesprungen, ne? So rum. Und dann brauchen wir noch ein Freilager für Stahl hier neben. Das können wir auch hier durchaus damit bedienen. Ja, das ist, aber erstmal muss das hier weg. Das können wir damit, das geht so nicht. Da können wir nicht bei. Nee. Das geht gar nicht los. Ist hier noch irgendwie Motzerei? Produktion eingestellt. Ist eingestellt. Fehlende Ressource, Öl. Fehlende Kleidung, Mechanik. So, warte mal, löschen, zack, fertig. Das Problem ist aber, hier sind nicht genug Leute, ne? Wir haben echt nicht genug Leute hier unten. Wir auch nicht. Guck mal hier, das ist schon wieder leer. Aber er kommt wieder mit. 150 Mann, du. Jetzt weiß ich nicht, was die Passagiere hier wollen. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich weiß noch nicht, ob die aussteigen. Nee, die wollten nur mal die Fahrt genießen. Das kann ich gut verstehen, weil das macht echt Laune. Das finde ich voll cool. Das macht voll Laune. So, was haben wir hier? 57 Arbeiter. Was steht da? Stadt, Bahnsteig, Klein. Das ist der hier, ne? Ja, wo ist der hier? Ach, ja. Müssen wir umbenennen, ne? Raffinerie und, was ist das noch? Und Schrott. Raffinerie-Schrott. Nein, Gottes Willen. Warte, nee. Das machen wir anders. So, ne? Raffinerie-Schrott. So. Dann wissen wir, wo das ist. Und der hier, das ist unsere... Bahnsteig, Bahnsteig Chemie und... Na? Komm. Elektro. Ja, Bahnsteig, Chemie, Elektro. Wissen wir, wo das ist. So, haben wir. Ja, ich muss besser werden mit diesem Benennen. Wir müssen das echt mehr benennen. Das nützt alles nichts. So, die haben zu tun. Großartig. Hier liegt auch nicht mehr rum, was soll. Nein, das ist großartig und wunderbar. Was haben wir hier? Verteilbüro klein. Sehr süß. Was machen die denn? Ach, Sondermüll. Die fahren Sondermüll hin und her. Hier ist aber nichts mehr drin, ne? Da wird früher oder später mal wieder ein Zug kommen. Da gehen wir von aus. So. Habe ich gesagt, hallo Danny? Moin Danny, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin. Weiß jetzt gar nicht, was ich gesagt habe. Doppelt hält besser. So. Das haben wir. Biomüll fehlt. Na gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Bauschutt fehlt. Kies. Wieso ist denn hier Kies drin? Hier ist kein. Was ist denn hier los? Fehlende Ressource. Was? Wieso? Warte. Hier ist doch Kies drin. Ach, warte mal, das ist das. Der führt das wohin? Dahin, ne? Achso. Kein Kies. Kein Kies ist aber echt wenig, Freunde. Was ist hier los mit dem Kies? Was ist mit dem Kies los? Was ist mit dem verfluchten 1 Kies los? Leute, das muss laufen hier. Das muss rotieren. Das muss also, weißt du. Da hast du wirklich Tage, da hast du Kies OE, ne? Da weißt du gar nicht, wohin damit. Warte mal, so, warte mit denen wollte ich haben. 96 mehr nicht? Ey, Leute. 2% Arbeitslose, das ist aber echt wenig, ne? Das ist echt wenig Arbeitslose, was wir haben. Wir wollten, na, warte mal, wir wollten ja noch eine Kirche bauen, ne? Wie ist das mit dem Gemecker mit Kirche? Niemand wohnt hier. Das ist aber echt wenig, übersichtlich. Krankenhaus, Ort für mich, ja, was lass, wir brauchen eine Kirche hin. Kirche, die ist auch nicht so. Helikopter fliegt. Da, der Rettungshubschrauber kommt. Da ist er. Na, wo landet er? Rasiert er fast den, ne? Also,
Du sollst keine Wäsche hier auf dem Balkon haben, die ist weg. Das war durch. So, warte mal, Kirche. Nach Filtern. Wo sind die? Kirche, da ist er. Welche nehmen wir denn da? Die ist natürlich cool, aber die ist ein bisschen groß. Reicht da nicht eine kleine, so eine 0815? Ne? Ja, sieht was Kleines, ne? Hier ist eine Dorfkirche. 80, Mann, wo ich was sonst ganz Lüttes. Nein, wo süß. Eine kleine Kirche. Komm, wir bauen mal. Die, die muss auch ein bisschen zentral sein, ne? Das ist alles nix. Die passt überall hin, die Kirche. Das ist das Grandiose da dran. Komm, hopp. So. Da ist er. Oh, wird gleich gebaut. Mist. Warte mal. Oh. So. Siehste. Aber die Folge ist wieder durch. Meine Güte, da sage ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir müssen immer noch die ausbauen hier. Mann.